ein kurzes Statement vielleicht zu dem Buch, was du da ganz witzig, interessant oder spaßig an der Sache fandest. Super Buch. Witzig, interessant, spaßig. Gut, danke. Das ist halt ein Zockerbuch, ja. Wer sich mit Zocken auskennt, wird das Buch auch gerne mögen. Du zockst ja auch selbst. Was sind denn deine Lieblingsspiele? Meine Lieblingsspiele? Ja. Ich zocke am liebsten Pro Evolution Soccer Fußball auf der Playse. Aber ich habe auch nichts gegen guten Shooter manchmal oder so. Also gibt es immer so Phasen, dann zocke ich mehr und dann gibt es Phasen, dann zocke ich weniger. Also, aber ja, ich mag das gerne. Das Spiel Doom wird ja hier stark auch beschrieben. Hast du das auch gespielt? Ja, war vor Millionen von Jahren irgendwie. Also das ist ja, lockt ja heute. Ich bin nicht so ein Nostalgiker wie die Typen in dem Buch sozusagen. Ich bin schon froh, dass sich die Technik ein bisschen weiterentwickelt hat. Okay, Simon, wie sind denn deine Erfahrungen so mit Spielen? Gut. Okay. Simon. Darf ich Nathan, die deutsche Stimme von Simon Jäger? Ja. Ich synchronisiere dich. Ja. Oft. Ja. Sag es mal andersrum. Simon, zockst du auch? Ja, aber ich bin eher so ein Gesellschaftszocker. Ich spiele das Spiel selten alleine. Kegeln auf der Wii. Genau, so. Kegeln auf der Wii, Tischtennis. Oh, hallo, oder so mit deinem Gegner zusammen den Planeten erobern. Oder wie? Nee, ich habe ja kein Internet. Ja, Halo war Xbox auf der ersten. Nee, es ist mir verboten worden. Halo, ja. Halo habe ich auch gerne gezockt, muss ich sagen. Aber ich mag überhaupt Spiele am meisten, die man zu zweit spielt. Ja, ich also. Splitscreen schön und durch und alles niedermähen. Ich bin auch so ein Autorennspieler, das finde ich gut. Ja. Kaputt fahren. Und Aber so, hast du eine alte Spiele-Legende, die du liebst? Was wie Donkey Kong oder so? Frogger. Mit Frogger habe ich als Kind die Sonne vertrieben. Das war ganz gut im Garten beim Nachbarn. Anstatt draußen Rad zu fahren, haben wir drin gesessen und Frogger gespielt. Okay. Und das war das Einzige, was dich an die alte Zeit erinnert? Ja, ich hatte sowas nicht. Es gab keine elektronischen Spielgeräte in unserem Haushalt. Also, ihr hattet garantiert auch diese, das wird ja in dem Buch auch beschrieben, diese Pong. Pong, diese nee, Telespiel, auch das wo man gab es Bing, leider Bong, nicht. Bing, Bong. Nee, echt nicht? Nee, das hatten Freunde von meinen Eltern und das hatten, da haben wir dann Pong gespielt. Ja. Hatten wir nicht diese Handhelds? Wir hatten auch keinen genau, Fernseher. So. Ja, ja. Es gab auch keinen Fernseher bei uns, deswegen okay. Hätte das mit der Konsole eh nicht funktioniert. Mhm. Beamer gab es ja noch nicht. Nee. Was nee. So, dann lass es. Egal. Gut. Und jetzt pass mal auf. Mit ein paar Mausklicks blendet er rechts daneben einen zweiten Screenshot ein. Den habe ich aus dem Netz. Warum? Da fällt dir nichts auf? Die Sterne, Alter, die Sterne! Tatsächlich, jetzt sehe ich es auch. Bei unserer Version von Raid over Moscow links funkeln über dem globalen Schlachtfeld einige Sterne. Auf dem rechten Screenshot ist an der Stelle absolut nichts. Ich beginne zu verstehen, warum Nick so aufgeregt ist. Deshalb stand Stars in dem Intro. Es ging gar nicht um Star Wars, sondern um die Grafik. Zufrieden kneift Nick das rechte Auge zu. Genau. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe den Speicherbereich isoliert und mal unter die Lupe genommen. Und? Naja, die Sache war nicht ganz einfach. Ein bisschen stolz ist Nick immer noch auf sein abgebrochenes Informatikstudium. Ich habe lange rumprobiert. Verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen abgecheckt. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ach so, ja, ich bin dran. Doch so einfach lässt sich mein Kumpel nicht seine Story wegnehmen. Hast du schon mal was von Steganographie gehört? Eine verdeckte Nachricht in ein Bild. Richtig. Und das Bild hat jemand zusätzliche Daten eingeschleust, getarnt als Grafik und obendrein verschlüsselt. Ich habe den ganzen Sonntag gebraucht, bis ich die Nachricht raus hatte. Es ist eine Adresse. 1999 155th Street, Fairfield, Iowa. Allerdings wohnt da niemand, das habe ich schon gecheckt. Hallo, ich bin Simon Jäger. Guten Tag, mein Name ist Dietmar Wunder. Die Welt ist voller Wunder. Danke, perfekt. Das war's. So wird's. Ab und zu werden wir auch von den Strafverfolgungsbehörden angesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Fall Kampusch. Das österreichische Mädchen wurde 1998 gekidnappt und von einem Irren 8 Jahre lang
in einem Kellerverlies gefangen gehalten, irgendwo in der Nähe von Wien. An dem Tag, als ihr die Flucht gelang, warf sich ihr Kidnapper vor eine Straßenbahn. Damit war der Fall natürlich abgeschlossen. Doch die Polizei wollte auch die Details klären. Zum Beispiel, warum das Versteck mitten in einem Wohngebiet so lange geheim bleiben konnte. Dabei stieß man auf ein Problem. Der Täter hatte alle Informationen auf einem Commodore 64 gespeichert. Und mit dem kannte sich keiner der Computerforensiker aus. Wir haben einen unserer Experten für ein paar Tage an die Wiener Polizei ausgeliehen, um die Sache aufzuklären. Inoffiziell natürlich. Anyway, da die Nachfrage so groß war, entschied sich die Data Corp, eine Business Unit abzuspalten, die sich auf Probleme mit alten Computersystemen spezialisiert und auch im Auftrag Dritter arbeitet. Eine Rapid Reaction Force, so eine Art Feuerwehr. Yeah, right. Die Sache hat uns selbst überrascht. Die Data Corp hat Anfang der 80er Jahre eine ziemlich ungewöhnliche Rekrutierungsstrategie verfolgt. Um an die jungen Talente der Hacker- oder Cracker-Szene heranzukommen, wurden verborgene Nachrichten in den damals populären Videospielen und Bulletin-Board-Systems gestreut. Das Ganze war eine Art, wie sagt man auf Deutsch, Paper Chase? Okay. Sehr gut, danke.